Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Und ja, wollen wir mal weiter schauen. Komm, wir gehen mal hier unten lang. Ich meine, ein bisschen Kohle und sowas haben wir ja hier. Also ganz ohne Holz ist auch nicht so geil. Eine Menge Kohle hier. Und das da, das sieht mir aus wie eine große Insel. Das wäre vielleicht ja sogar machbar. Die große Insel hier drüben. Also, ich meine, so ein Bötchen kostet nicht viel. Bisschen Kohle wäre da. Eisen hätten wir hier auch unten im Wasser. Hier vorne wäre ein ganz netter Angelspot. Eine Höhle hätten wir auch, wo wir drin minen könnten. Bäume hätten wir hier auch. Na, ein bisschen zu viele, aber die könnten wir eventuell ja dann wegmachen. Zwei Arten von Bäumen, aber es sind ja echt viele Bäume hier. Wir könnten natürlich auch da bauen und dann verleihen wir uns das hier nach und nach ein. Natürlich tun wir uns weh beim Runterhüpfen. Schweinerei. Tiere hätten wir. Ist auch eine größere Insel hier. Größer als gedacht. Aber ich glaube, hier vorne endet die gleich. Bisschen Zeug haben wir ja. Das ist ja nicht so das Problem. Ja, ich glaube, hier vorne ist jetzt gleich zu Ende. Obwohl, da sind noch mehrere größere Inseln. Dass man sich dann echt eine Insel erstmal nimmt, wo man dann sagen würde, so, jo, natürlich tun wir uns wieder weh. Pupp. Ah, guck mal, hier kommen wir nämlich in Gefilde mit mehreren Inseln. Das hier ist zwar auch eine, aber eine größere Insel. Ja, so, ich meine, komm, wir gucken mal da drüben. Wir gehen uns den ganzen Kram mal angucken. Ne, Bäume holen und sowas, das kriegen wir ja bestimmt auch so hin. Ja, ich will schon schwimmen. Ne, wir haben natürlich viele Wasserleichen hier, aber... Die geben uns einen Geschwindigkeitsboost, kann das sein? Die Delfine, dass wir dann dadurch schneller schwimmen. Ich habe das echt schon lange nicht mehr so gespielt. Aber hier hätten wir ein paar Bäumchen. Ja, das wäre doch ideal hier. Hab sogar ein paar Ideen, was man hier machen könnte. Und mit einem Bötchen könnten wir dann hin und her dudeln. Oder eventuell irgendwann eine arschgroße Brücke bauen. Ein paar Bäume haben wir hier drauf. Ich würde sagen, wir bleiben genau hier.
Nein, die Mine können wir auch zur Not selber anlegen. Oder halt rüberfahren auf die andere Insel da. Das sind Eisschollen, ne? Die Dinger, die schwimmen. Ja, und für sich den Platz finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machen wir uns hier eine gerade Ebene, wo wir das Haus draufbauen und dann geht das los. Würde ich sagen. Aber komm, scheiß drauf, wir brauchen halt das Schwert dafür. Nein, ich kann den Kram nicht mitnehmen. Okay, warte. Wir setzen uns schon mal das Bettchen hin. Und den setzen wir uns hier auch erstmal hin. Dann kann ich nämlich die Dinger schon mal mitnehmen. So. Hier auf der Anhöhe, da das sollte an Haus, sollte das erstmal reichen. Würde ich sagen. Den Boden kann man dann immer noch reinmachen. Gut, komm, gehen wir ans Werk. Ab ans Werk, Erde klatschen. Klatschen wir die Erde weg. Obwohl, warte mal, hab ich noch Sticky Sticks? Ich habe gar keine Sticks mehr. Das ist auch nicht so gut. Komm, wir machen uns mal schnell ein paar Sticks. Dann hauen wir uns einmal den auf den Boden hier. So. Dann machen wir uns mal schnell eine Schaufel. Weil damit geht das Ganze ja dann doch ein bisschen flotter. Auch wenn die wahrscheinlich nicht Ewigkeiten halten wird, aber immerhin. So, gib mal her den ganzen Kram. Und da geht die Sonne auch schon unter. Wir sind auch voll an Inventar. Schön den Sonnenuntergang beobachten. Das hat schon was. So, machen wir das Ganze mal so. Und dann benutzen wir einfach die Steine hier. Für die Grundlage. So, gut. Komm, wir gehen ab ins Bettchen. Wupp. Supi, so. Reicht das an Grundfläche? Ja, doch, das wird schon hinhauen. An Grundfläche ist das in Ordnung. Kann man ja dann immer noch mal erweitern. Gut, dann würde ich sagen, das ist unsere neue kleine Heimat. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und lasst auch gerne kostenlos Abo bei mir, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl. Ciao. Mit V.